Hallo Leute, hier ist wieder euer Knolte. geil. Jetzt packen sie an der Eier. Entschuldigung. Ja, ihn, so richtig an die Eier. Dass er korrupt war, das wissen wir ja alle. Korrupt bis zum geht nicht mehr. Aber was er sich jetzt noch geleistet hat und wo er jetzt mit vor Gericht gezogen wird, ja, wer und was, erzählt ihr der Rentnerrück nach dem Intro. Na, genau, endlich haben sie ihn erwischt. Diesen, von da drüben. Kein Deutschen, nee, aber Politiker ist er auch. Aber kein Deutschen, ausnahmsweise nicht. Aber das ist der, wo gerade Frau Scholz und so, wo alles in Arsch gesteckt bekommt, ne? Weißt schon, wen ich meine? Solowski oder wie er heißt, ne? Panzer, Raketen, Flugzeuge, alles kriegt er auf deine Kosten in Arsch geschoben. Und dann sowas. Jetzt, wenn er vor Gericht gezerrt. Vor Gericht. Ja, er verdient hat das. Verdient. Richtig verdient hat das. Weil jetzt hat er auch noch Hochverrat begangen. Ja, so zumindest nach dem Stand der Ermittlungen, ne? Ob das stimmt? Bin ich Jesus? Nee. Hab ich welche in den Händen? Nee. Weiß also nicht. Oh, was mit dem Licht? Hilfe. Jetzt wird's dunkel. Mama, ich hab Angst. Ha, bitte, geht doch. Oh, da stimmt was nicht, Ha, besser. Ja, also, dieser Ukrainer da, ne, der Präsident da drüben ist, ne, der ist ja jetzt angeschissen worden wegen Hochverrat, ne? Und das ist so das Schlimmste, was du überhaupt machen kannst. Hochverrat. Genau. Weggesperrt. Eine Eier aufhängen oder Kopf ab. Das sind die einzigen Strafen. Dann machen sie es auch nie wieder. Ach, nun sei mal nicht so hart, Herr Ragnarök. Reicht schon, wenn er 50,70 Euro von der Portokasse an Strafe zahlen muss, ne? Ist immerhin ein Präsident, ne? Und die Würde des Menschen ist unantastbar, auch von einem Präsidenten, ne? Egal, was er für Scheiße baut. Aber was soll er denn nun gemacht haben? Was er gemacht hat? Russische Spionageagenten oder Spione oder wie du sie nennen magst, die vom KGB da bei sich im Geheimdienst eingeschleust. Ha. Also arbeiten Russen im ukrainischen Geheimdienst. Ha. Ja, und warum kämpfen die dann gegeneinander? Warum ist denn dann der Krieg? Ja, wahrscheinlich weil es alles so gewollt ist, um der EU einen auszuwischen. Abgekatert. Du weißt doch, die hohen Herren gehen über Leichen. Egal. Vollkommen egal, wie viele Menschen verrecken. Hauptsache, zwei, die den dickeren haben, sind sich einig. Und dann können alle anderen verrecken. Oh. Das ist gar nicht so gut. Das wäre gar nicht gut, wenn jetzt auf einmal rauskäme, dass Putin und Zelensky die ganze Zeit zusammengearbeitet haben. Andersrum gesehen ist das eigentlich auch scheißegal. Das könnte in jeder Zeitung stehen. Das könnte durch alle Nachrichten gehen. Nee, das sind Fake News. Das sind absolute Fake News. Das glaubt keiner. Die lieben Ukraine. Nee, dass sie so einen bösen Präsidenten haben. Ah. Der wäre lange nicht mehr da als Präsident. Wegen seiner Korruptheit sollte der ja schon mal abgesetzt werden. Ja, und dann kam der Krieg. Dann war da nichts mehr mit Absetzen. Da hatten sie keine Zeit für. Aber, Herr Adlerik, du willst doch nicht sagen, dass das alles ein Schauspiel ist, oder? Verarschen die uns hier die ganze Zeit so? Da werden Menschen erschossen. Da kriegen Menschen ihr Haus kaputt gebombt. Nur, damit der an der Macht bleiben kann. Könnte eine Verschwörungstheorie werden, ne? Aber wer weiß, was dabei rumkommt. Mal abwarten. Auf jeden Fall, das höchste ukrainische Gericht ermittelt gegen Herrn Zelensky. Weil er irgendwie von irgendeinem dort, der was zu sagen hat, oder nichts zu sagen hat, aber gerne was zu sagen hätte, angeschwärzt wurde. So, korrupt ist er. Gar keine Frage. Von vorne bis hin, 100% korrupt. Ja, aber wird er nicht. Ich glaube, in Deutschland, die halten auch überall die Hand auf, wo sie nur können. Ne? Aber die immer nur mit dem Finger auf andere Leute zeigen. Also, ich bin echt mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich halte das für euch, Leute, mal alle im Auge. Und wenn ich da Neues rauskriege, vielleicht erzähle ich euch das dann noch, ne? Also, tschüssi, macht es gut. Jo, haut ab, verpisst euch. Ihr habt ja schon wieder nicht abonniert.